Hallo und willkommen zurück zu Stories from the Outbreak in der Early Access Version und jetzt der dritte Teil, wo wir durch Riga laufen, der Hauptstadt von Lettland, die von Zombies überflutet wurde und auf unserem Weg sind zu dem Floß, zu der Fähre, die uns von der Stadt wegbringen und in Sicherheit bringen soll. Zuletzt haben wir so Legions-Zombie-Typen irgendwie besiegt und schauen wir mal, was uns in der dritten Zone erwartet. Auf geht's! Wir werden mal weitergehen. Hier können wir auch neue Charaktere, eine Menge. Was ist denn hier die beste Route? Also wir müssten hier, wenn wir mehr Leute retten wollen, auf jeden Fall noch mehr Fuel sammeln. Da hätten wir auf jeden Fall zwei Rastpunkte. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier den... Da hätten wir keinen Fuel auf dem Weg. Wir hätten sowieso hier kaum Fuel auf der Karte. Hier oben, aber da müssten wir durch diese ganzen durch. Das will ich nicht. Also wir werden uns das hier unten holen. Das ist, glaube ich, alles, was realistisch geht, ohne dass wir in massive Probleme geraten. Also wenn wir hier diesen Weg runtergehen, holen wir uns erstmal ein bisschen Futter. Impossible, 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 very unlikely. Da machen wir jetzt mal nichts. Carry on. Okay. Dann werden wir da zumindest auch nicht an Gegner geraten. Oh. Das waren die, die vergiften. Also es sind alles Vergifter. Das ist ein sehr fieser Kampf. Okay. Wenn wir mal sie verschnellern. Da werden wir auf jeden Fall schnell Rüstung erhöhen müssen. Es ist immerhin auch keiner geschützt. Also wir könnten theoretisch die Reihe hier anschlagen, dass die möglichst schnell kaputt gehen. Vers nochmal auf. Ich glaube, großen direkten Schaden haben wir nicht. Deshalb müssen wir gucken, dass wir von vornherein denen auch was draufhauen. So. Das bauen wir weiter aus. Ja. Das machen wir nochmal weiter. Protection. Das setzen wir jetzt mal hier drauf. Der greift die jetzt nochmal an. Jetzt haben die da auch schon zwei, die am Ticken sind. Und wir haben jetzt hier quasi 110 Schaden. Das machen wir nochmal. Ja, da kommt das erste Gift rein. Okay. Also 120. Aber die haben jetzt alle schon eine Verletzung. Doof. Naja, das war vielleicht nicht so gut. Das habe ich verkalkuliert. Also müssen wir da angreifen, weil wir ansonsten den Schaden kassieren würden. Ach nee, ich hätte hinten einen töten sollen. Ah, okay, das war doof von mir. Den da drauf. Ja. Wir müssen
da hinten jetzt auf jeden Fall helfen. Naja, bevor die da weiter Schaden nimmt. So. Ja, schlagen wir da nochmal zu. Ja. 14. Gucken wir mal. Ja, hauen wir mal den kaputt. Machen wir das mit der Heilung. Wir werden wahrscheinlich schon hier auch Schaden bekommen. Ja. Da drauf. Die hat jetzt Schaden bekommen. Ja, die heilt sich damit auch wieder. So, also wir könnten... Wir probieren das aus. Vielleicht reicht's. So, das muss man auf jeden Fall da hinten drauf machen. Aber der Maxim, der ist natürlich auch gefährdet. Dann nehmen wir den nächsten. Den machen wir hier drauf. Ja, wunderbar. Da müssen wir den angreifen. Naja, die kann das abhalten. Die wird jetzt da angreifen. Die kriegt ein bisschen Gift ab. Aber wir müssen uns da eben, ja, sputen. Den machen wir hier drauf. Sauber. Den quasi retten. Und... Ja. Da kamen nochmal 8 Schaden an. Aber wir kriegen jetzt auch nochmal eine Heilung. Genau. Puh. Das war eine böse Gruppe. Okay. Wir haben Measuring Tape bekommen. Ah, und eine neue Ability. Ah ne, Incision können wir ausbessern. Das ist aber der sowieso der, den wir wahrscheinlich nicht benutzen werden. Es sei denn, unsere ganze Gruppe verendet dann schon. 2 Damage plus Damage equal to Target's Bleed Amount and apply for Bleed. Naja, okay. 1 Schaden und 3 Bleed. Was? Wieso macht der... Soll der Sinn machen? Ach so, Row. Okay. Okay. Klingt auch beides nicht so wahnsinnig toll. Okay. Was sind wir denn hier? Measuring Tape. Back Row Enemies take Int Damage from Melee Attacks. Okay. Und wir bekommen hier wieder Neues. Mhm. New Survivor. Victoria. Okay. Die hat super viel Health. Die ist selfish. Okay. Pragmatisch.
super viel Health, aber keine Rüstung. Bestes Defense. Heal 15 Damage. Deal half damage if character has the guard effect. Okay, Barrikade. Guard status effect for this character. 5 Protection. Okay, das ist auch... Naja, die Fähigkeiten sind auf jeden Fall interessant. Das macht es aber natürlich auch jetzt hier bei einem Run dann ein bisschen schwer, das Expand Danger. Wieso sind denn... Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass hier auch Weiße sind. Wir könnten natürlich auch hier rum. Ja, machen wir das mal. Oh, was haben wir hier? Ah, das ist... Okay. Follow him. Da können wir in einer Arena kämpfen gegen Zombies. Das machen wir. Okay. Können wir Fuel bekommen. Das sind jetzt, glaube ich, ziemlich schwache Gegner für unsere Gruppe. Okay. So. Da werden wir erhöhen. So. Und erhöhen. Wir machen jetzt 30. Weiter erhöhen. Der macht die schneller. Weiter Protection erhöhen. Weiter. Wir sind bei... Okay. So. Protection. So. Ja, machen wir einfach weiter. Ruff. Da ist jetzt Gift. Aber das war auch sein letztes Gift. Der ist jetzt im Eimer. Schutz erhöht. Da geht's nicht mehr. Dann machen wir jetzt den. Heilung. So, Schutz. Mehr Schutz. Naja, 14. Damit kriegen wir die Rüstung runter, aber das wollen wir eigentlich jetzt noch gar nicht. Wir müssen jetzt eigentlich hier wieder aufladen. Na, ja, ist vielleicht ein bisschen viel mit dem ganzen Schutz aufladen. Jawohl. Das war's. Ach, die hätte natürlich auch sich heilen können. Double Damage. Ne, dann machen wir erstmal den. Weiter. Weiter. Jawohl.
Und... ja, das ist eigentlich jetzt hier schon... alles ein bisschen weit drüber. Mhm. 64 mal 2. Machen wir nochmal. Das reicht jetzt. Quatsch. Jetzt kann die den Schutz zerstören. Ja, machen wir jetzt einfach Schaden drauf. Darf nochmal. Rüstung ist weg. Die kann sich heilen. Und... Ja. Und Batsch. Okay, ja, easy peasy. Wunderbar. Jetzt können wir noch einen Kampf machen. Das kann sehr gefährlich werden. Okay, machen wir. A slightly more powerful horde of zombies. Ah, okay, das sieht aber nicht sehr gefährlich aus, muss ich sagen. Da werden wir auch wieder aufladen. So. Solange da keiner vergiftet, ist das eigentlich alles kein großes Problem. Aufladen. So, haben wir genug. 54, das Doppelte. Jawohl, das reicht. Nummer 1. Als nächstes müsste dann der dran. Dann laden wir den auf. Nehmen wir den. Ja, das machen wir jetzt im Endeffekt natürlich wieder. Jetzt haben die alle Rüstung. Aber da haben wir halt den doch sehr starken Buff, dass wir die Rüstung immer wieder reduzieren. Dann geht nichts mehr. Macht er das mal auf sich selber. Heilung brauchen wir ja, glaube ich, nicht. Confidence. Jawohl. Den hier. Das war Immunity. Immer den. Okay. 26. Da müssen wir noch aufladen. Ja, also dieser passive Spielstil, der ist natürlich
Jetzt, der verzögert das Ganze natürlich, oder zieht das Ganze schon ordentlich auch in die Länge. 43, da brauchen wir noch einen. Aber ich glaube schon, dass das auch mit Abstand das Sinnvollste ist, was man hier machen kann. So. Jetzt können wir hier mit 100 Schaden. Ach, der hat auch noch 65 Rüstung. Okay, dann machen wir ein bisschen Planänderung. Jetzt machen wir 100. Okay, dann machen wir den. Machen wir nochmal. Ja. Können wir einmal normal draufschlagen? Rüstung haben wir genug. Wir nehmen jetzt den Hund hier mal. Mit dem hauen wir den jetzt zu Klump. Verletzt ist niemand. Jawohl. 27, ne? Das ist schon fies. Ja, da müssen wir jetzt wieder einen Schutz aufbauen. So. Protection. Jawohl. Mehr Protection. Und den hier. Ja, jetzt müssen wir das Ganze wieder... Double Damage if the target has protection. Ja, das haben wir halt nicht. Okay. Naja, wir können die natürlich jetzt hier angreifen. Oder wir warten, bis wir wieder aufgeladen sind, aber das dauert ewig. Ich greife jetzt hier mal an und guck mal, ob ich die andere Seite platt bekomme. Die hat jetzt da auch noch nichts aufgeladen. Und greifen wir da ganz normal an. Schlagen den jetzt kaputt. Na, das ist natürlich jetzt hier nicht so gut. Er hat aber auch nichts mehr. Greifen wir den nochmal an. Oh, eins. Und umgefallen? Okay. Wir hätten jetzt nochmal drei Angriffe, aber ich glaube, das reicht nicht. 32. Oh, vielleicht doch. Interruption, das, ne. Ach, der bufft sich. Ja gut, dann greifen wir den jetzt an. Wir haben nochmal da irgendwas an Buffs, was da jetzt hilft. Ich glaube, der Fokus-Buff, dass wir halt mehr Schaden machen für den Fokus, den der Gegner hat. Ist natürlich jetzt hier schlecht einzusehen. Ist definitely extremely dangerous. Ach komm, machen wir das auch noch. Survival will not be easy here. Na, das scheint mir aber auch einfach zu sein. Die müssen wir nur möglichst schnell mit ihr dann entsprechend, also sie aufladen. Natürlich können wir damit auch erstmal nur einen killen. 30, also nochmal.
So. Okay. So, damit stirbt jetzt der erste von denen. Batsch. Mhm. Na, kommt ein bisschen Gift an. Ja, der ist schon ein bisschen gefährlich. Den sollten wir wahrscheinlich jetzt auch anfangen zu killen. Indem wir erstmal mit ihr die Rüstung wegmachen. Das reduziert jetzt die Rüstung auf nix. Ey, er muss eigentlich den Schutz erhöhen. Jawohl. Ist zu wenig. Wir können hier erstmal den Bleed drauf machen. Damit den Schaden nochmal boosten. Keine Rüstung mehr. Ja, da schießen wir jetzt drauf. Wir müssen einfach gucken, dass wir da jetzt durchkommen. Jawohl. 20. Okay. Das haben wir zwar nicht geschafft, aber das war jetzt eigentlich doch harmloser, als ich dachte. Okay. Ja, machen wir hier erstmal Bleed drauf. Der muss sich hiermit ein bisschen schützen. Ah, ich hätte den anderen eigentlich angreifen sollen. Sollen wir den jetzt erst töten? Naja, machen wir das. Bis 51. Machen wir einen normalen Angriff drauf. Ist jetzt auch schon ordentlich Schaden. Der greift als nächstes an in 9. Das bringt da halt jetzt eigentlich nichts. Machen wir das so, das auf den. Die sind verteilt, aber der greift jetzt erstmal ihn an. Da hinten diese 7, die ticken halt auch durch. Mach mal so. Oh, habe ich mich vertan? War andersrum. Okay, das ist doch ein bisschen fieserer, als ich dachte. Ja. Das reicht jetzt, um den zu killen. Ja.
Allein um das hier aufzuhalten. So. Okay, wunderbar. Ja, das passt aber ja jetzt. Da kommt noch Schaden durch. Ah, da hätte ich vorher noch gucken sollen, wen er angreift. Ah, sauber. Okay, passt. Na, ja, das war... hat schon noch mehr Schaden gebracht, als ich gehofft habe, gedacht habe. Fuel 6, jawohl. I wonder if my classmates are still alive. Okay. Das war schon ganz ordentlich. Jetzt können wir ordentlich Leute retten. Gehen wir mal weiter. Okay. Das ist ja dann schon fast wieder entspannt. Ja, wir können versuchen, den zuerst zu plätten. 5. Da warten wir erstmal. 5. Das 30 verdoppelt auf den. Zack. Nummer 1. Naja, da hat der jetzt die Suppe abbekommen. Oh, er macht mehr Schaden. Ist aber auch noch alles im grünen Bereich. Ah, 4 Seuche hat er jetzt schon. Quatsch. Also müssen wir den da hinten sogar irgendwie retten. Das da drauf. Na, wir müssen sowieso den vorderen dann mit ihr angreifen. Da machen wir eine Heilung. Nochmal Gift. Da ist schon gemein. Jawohl. Ne, wir müssen auf jeden Fall den angreifen. Machen wir so. Na. Da lohnt sich jetzt eigentlich auch gar nicht, den anzugreifen, oder? Mach mal lieber den. Jawohl. Noch eins. Jetzt können wir den aber zerstören. Das ist egal. Ja. Okay. Ja, voll drauf.
und erledigt. Neue Fähigkeit. Decapitation, das klingt doch nett. Aber das ist halt ein Angriff und dann haben wir einen wahnsinnigen Cooldown. 79 Sternchen. Wait the delay, then... Oh, okay, das muss man warten und dann macht er 90 Schaden. Also es ist andersrum. Das klingt nicht so toll. Okay, wir gehen hier auf die einfache Seite. Wir können jetzt Fuel gegen Food tauschen, das machen wir nicht. Wir wollen weiter Fuel sammeln. Da mit 15 würden wir natürlich noch einen retten können. Wir probieren das mal. Jetzt hat man natürlich hier nochmal Fuel. Distract the Haunting. Likely Success. Machen wir das. Yo, nochmal 2. Na gut, jetzt haben wir natürlich wieder 1 zu wenig. Weiter geht's. Okay, da ist einer, der explodiert. Das sollte machbar sein. Und den. Und... Schutz. Den. Und Schutz. So, da haben wir 30. Dann machen wir den nochmal. Und dann haben wir schon genug. Das setzen wir trotzdem da noch drauf. Protection. Und bloated ist im Eimer. Na, der macht auch schon ordentlich Aua. Okay. Nehmen wir den. Ja, das macht auf den anderen noch keinen wahnsinnigen Sinn. Da kriegt er aber jetzt wieder ordentlich was abgenommen. Ja, jetzt müssen wir das quasi auf den machen, weil auf... Ja, das hat sich schon noch gelohnt. Machen wir hier ein Bleed drauf. Moment, das sind sowieso 21. Vielleicht ist das sogar schon... Ne, Moment, das ist blöd. Wenn wir Glück haben, passt das. Naja, das ist natürlich der minimale Schaden. War nicht so gut. Der muss sich auf jeden Fall schützen. Hier. Ja, wir versuchen jetzt. Was heißt, wir versuchen? Wir töten jetzt den Hund. Der macht schon mal keine Angriffe mehr. So. Damit haben wir die Situation schon mal ein bisschen entschärft. Und jetzt sollte eigentlich eben auch nichts mehr passieren. Jawohl. Schutz. Und Schutz. Hup. Da müssen wir jetzt aufladen. Oh, ne, der macht aber schon viel. Aufladen.
Fokus. Aufladen. Mhm. Schutz. 42, aufladen. Schutz. Schutz. Und 48. Ja, eventuell kriegen wir sogar noch einen Bonus. Ja. Und jetzt machen wir einfach den Rest an Schaden. Ah, es war vielleicht nicht so gut, weil die ja noch mehr Schaden gemacht hätte mit dem anderen, aber ist egal. Das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Ability, Survival. Guarded Units gain 1 Protection whenever this character gets attacked. Okay. Das ist gut. Und wir haben ein Radio bekommen. We shouldn't have separated. I wish she was by my side now. Oh, okay. I must carry on. Every 35 ticks, random character gains 1 Focus. Oh, okay. Oh, klingt gut. Und hier haben wir einen neuen Charakter. Oh, einen Gopnik. The team meets a new survivor. Was kann der? Der ist gewalttätig und empathisch. Na, ist ja super. Geringe Stärke. Viel Skill. Sadismus. Marked unit is attacked the next 30 ticks. Was? Okay, da kann er extra Fokus rausbekommen. To all enemies. Damit kann der... unable to be targeted by melee attacks. Weiß ich nicht, wie das hier... Also damit kann der auf jeden Fall hinten angreifen. Aber es macht nur 3 Schaden. Disorienting Blow, 9 Schaden. Reduce Target's Focus by 2. Das ist alles zu wenig Schaden. Damit kriegt man die Gegner ja nicht tot. Das ist halt immer so diese Frage. Ein toter Gegner macht keinen Schaden. Von daher ist das eigentlich immer vorzuziehen, statt da irgendwas zu debuffen. Okay, da haben wir... sehr viel Gift. Und wir haben diesen dummen Hund da vorne. Wir müssen erstmal den Bloated kaputt bekommen. So, das sind 30, also nächste. So, und das ist schon genug. Nummer 1. Okay, der muss sich jetzt hier erstmal wieder hoch heilen quasi. Okay, der hat jetzt hier durch das Radio extra Fokus bekommen. Na, wir müssen halt leider diesen Hund... Ne, wir könnten jetzt auch den platt machen. Naja, da sollten wir wahrscheinlich uns auch drauf konzentrieren. Drei Lebenspunkte.
Mach mal das mit der Confidence. Jawohl, 26, wenn wir das verdoppeln, dann reicht es natürlich immer noch für nix. Der muss auf jeden Fall mehr Schutz bekommen. Gut. So, jetzt sind wir bei 70, das reicht auch noch nicht. Ja, habe ich da Immunität erhöht? Na gut, 3, okay, noch eins. So, das reicht wieder, um einen zu killen. Nehmen wir den mit dem Gift. Ist nicht ganz optimal. So. Oh, sie hat keinen Schutz mehr. Okay. 30, doppelt. Wir können halt den hinteren nicht angreifen. So, da setzen wir hier drauf. Protection, gut. Siebenunddreißig, da müssen wir weiter buffen. Nochmal, und dann können wir den Hund killen und dann ist der dahinter auch direkt im Eimer. Oh, das ist so eine Menge. Ja, das machen wir jetzt. Ja. Jetzt werden wir ganz schnell dem noch den Rest geben. Ja, da kriegen wir jetzt Schaden bei. Aber das ist in Ordnung. New Ability. Combat Expertise. Target ignores the next source of damage other than poison or bleed. Aber es kostet 45. Ja. Inspiration. Der kann nochmal Agility nehmen, um seine Fähigkeiten noch stärker nutzen, noch schneller nutzen zu können. Certain Success, da kriegen wir auch noch viel Nahrung. Okay, wunderbar. Weiter geht's. Na, das ist wieder fies. Ja, da müssen wir jetzt sehr schnell gucken, dass wir an die hinteren kommen. Weil das ist fies. Okay. Ich weiß nicht, ob das überhaupt sinnvoll ist. Wahrscheinlich macht es auch Sinn, den Fokus schnellstmöglich zu erhöhen. Mhm.
So. Ja. So, jetzt hatten wir die ersten 100 Schaden. Fast, aber das reicht. Mach mal den Hund kaputt. So. Naja, leider müssen wir die dahinter auch schützen. Ansonsten wird da das Gift übergreifen. Ja, das ist richtig fies mit dem Gift. Aber jetzt können wir... Na, okay, die haben jetzt alle Schutz. Ist gar nicht so problematisch. Wir machen jetzt mit dem... den Schutz weg. Und kriegen jetzt hier nochmal extra Schutz. Wunderbar. Confidence. Nehmen wir Interruption. Extra Schutz. Ja, das wird sehr fies, wenn das Gift halt immer weiter hochstackt. Noch einmal und dann müssen wir auf den draufschlagen. Naja, das ist aber schon okay. Da können wir hiermit den doppelten Schaden machen. Dann machen wir da einen beiden. So. Mhm. Das ist natürlich auch schon ordentlich, aber. Schießen wir den jetzt kaputt? Oder schlagen mit allem, was wir haben, damit das Gift nicht ticken kann. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob die angegriffen wird. Mach mal jetzt einfach mal. Ja, war, glaube ich, die richtige Wahl. So, weg. Ne, der hat noch Schutz gehabt. Okay, dann laden wir hier einmal auf. Das machen wir jetzt mit dem anders. So. Quatsch. Das war jetzt eigentlich eins zu viel. Naja, gut, dann machen wir halt den Angriff. Ist aber jetzt auch egal, der stirbt jetzt eh. Jawohl. Ist auch egal. Und töten! So. Okay. Bloodied Cloth. Okay. Ability unlocked. Maddened Concentration. Lose 6 health, but gain 2 focus quickly. Was haben wir denn hier bekommen? Characters take no damage from bleed if they have 3 or fewer bleed. Okay, ich meine, es ist halt einfach ein Bonus, den wir haben. Oh. Okay, wir sollen was bezahlen, werden wir aber nicht machen. Pay the toll to escape the situation. Von den 2 extra Fuel haben wir sowieso nichts. Die bezahlen wir jetzt einfach mal. There's a chance for a new life. Right? 4. Mhm.
Was ist denn 4? Plus Int minus Stärke. Mhm. Okay, gehen wir mal weiter zum Safehouse. Rasten müssen wir eigentlich nicht. Wir können aber... Ja genau, heal nothing. Wir haben 8, um überhaupt ja, zu überleben, ohne was Schaden zu bekommen. Dann gehen wir weiter. Was haben wir hier? Constant noise of the skulls. Okay. Irgendwas Neues ist... Okay. Was wir noch nie angetroffen haben, aber... Wir haben irgendwas... besondere Gefahr. Aber... Wir werden mit irgendwas angegriffen. Okay, gut. Oh, ja, okay. Jetzt verstehe ich. Eine Silhouette. Sehr seltsam. Silhouette. The Divine Dark. The End of Everything. Okay, 800. Hm. Okay. Ja, da werden wir natürlich hier auch aufladen. Machen wir einfach wie immer, würde ich sagen. Das ist jetzt ein bisschen schwer einzuschätzen. Und hier grätsche ich jetzt mal gerade rein, denn in diesem letzten Kampf hatte es einen Fehler gegeben und der hatte dazu geführt, dass ich das ewig lang in die Länge gestreckt hatte. und ich habe das Ganze jetzt ein bisschen zusammengeschnitten, ein bisschen verschnellert und hier und da was rausgeschnitten. Das sollte hoffentlich für euch noch nachvollziehbar sein, auch wo der Fehler und was der Fehler war und so weiter. Der wurde allerdings jetzt schon behoben. Ich hatte das nach der Aufzeichnung an den Entwickler geschickt und der hatte das noch vor Release des Early Access dann beheben können, sodass, wenn ihr das jetzt spielen solltet, ihr auf den Fehler nicht stoßen solltet. Das sei nun mal gesagt, also es ist ein bisschen zusammengeschnitten. Ich hoffe, ihr könnt noch alles nachvollziehen und damit auf in den Kampf. 9, okay, das... Das ist alles. Ich habe keine Angst. So. Und. Ja, das müssen wir weiter aufladen, bis wir dann 400 Schaden mit einem Angriff machen. Also am besten immer weiter verschnellern. Ja. Oh. Auch schon eine ganze Menge. Das war wieder ein bisschen harmloser. Das geht nicht mehr. Fokuszeit. Fokuszeit. Natürlich nicht der spannendste Kampf, wenn wir hier die ganze Zeit nur am Aufladen sind. So, da müssen wir heilen, also Schutz wiederherstellen. Jetzt machen wir schon 104 mit einem Angriff. Okay, der bufft sich. Mal gucken, was das jetzt ist. Ah, Verstärkung geholt. Worthless. Die haben keine Arme. Okay. Okay, damit machen wir jetzt... Naja, dann 200 Schaden. Das ist natürlich immer noch viel zu wenig. Hm.
Bisher machen die auch noch nichts. Okay. Na, dann gucken wir mal. Was war das jetzt? Ich meine, der bufft sich auch, aber... Wir sind jetzt bei... Also ich meine, ja, der bekommt auch noch Schutz dazu. Protection. Hier. Weiter. Und Interruption. Da werden wir noch eine Menge mehr brauchen. Das hätte ich wahrscheinlich schon früher machen sollen. Das geht's nicht. Okay. Machen wir dann noch ein bisschen. Ach, die erhöhen den Schutz von dem. Das ist aber eigentlich irrelevant. Oder? Schwer zu sagen. Ich glaube, den Schutz, den werden wir sowieso mit ihr dann runterprügeln. Können wir auch jetzt hier einfach mal angreifen. Da haben wir schon so viel. Okay, also kann maximal jeder 10 Agility haben und dann ist vorbei. Preparing a debuff. Dann bin ich mal gespannt. Mal gucken, was der macht. Keine Ahnung. This unit next attack also inflicts. Oh. Okay, damit tötet die sich auf jeden Fall selber. Es sei denn, wir buffen die auch noch super hoch. Mit Schutz. Ist natürlich auch so ein bisschen krass. Dann müssten wir schneller den Schutz hochbuffen, als wir den Schaden hochbuffen und so. Naja, es überlebt die niemals. Also wir müssten jetzt hier mit der Protection... Oh, wieso ist die denn auf 1000? Leech, for the duration all hearing and protection this unity gains is also given to the whole enemy team. Healing and protection. Okay, das ist ja egal. Nee, ist nicht egal. Jetzt haben die... Alle 900? Kann das sein, dass das ein Fehler ist? Ja, die kriegen jetzt auch jedes Mal Rüstung.
Bin mir jetzt nicht sicher, wie das zu deuten ist. Vor allem Ding mit dem Leech, das scheint ja nicht abzuklingen. Das ist einfach die ganze Zeit aktiv. Das scheint mir dann eher dann irgendwie ein Fehler zu sein. Ach so, das ist ja nur der nächste Angriff. Das können wir ja auch einfach mit einem anderen Angriff nehmen. 29. Das ist ja jetzt in dem Fall eh egal. Machen wir mal den Pulverize. 74. Das hat die jetzt wahrscheinlich auch abbekommen. Da habe ich eben nichts von gesehen. Jetzt müssten wir den hier loswerden, wenn ich mit ihren normalen Angriff mache. Genau. Jetzt ist das Ding aber weg. Mhm. Aber was wir machen können, ist einfach Poison. Das arbeitet ja sowieso für uns. Und dann werden sie einfach irgendwann sterben, wenn wir den 100 Stacks Poison drauf machen. Okay, das ist ja auch ziemlich egal. Aber das hier läuft nicht ab. Die sind unkaputtbar. Also das hier müssen wir jetzt nochmal verdoppeln. Wir müssen das jetzt auf 2000 Schaden im Grunde hochbringen. Ist schon ein bisschen doof. Und wir sind jetzt eigentlich auch so langsam bereit, um den Angriff durchzuführen. 1400. Ja, das müsste ja eigentlich reichen. Ja. Angriff! Bäh. Das kann irgendwie nicht der die Intention hinter dem Kampf gewesen sein. Ja, der Rest wird natürlich jetzt auch noch Ewigkeiten dauern, weil die so viel Rüstung haben. So, das sollte den... Ja, eins... Weg ist er. Mhm. Weg. Ja, und damit haben wir's. Der Kampf war auf jeden Fall irgendwie fehlerhaft. Also ich vermute, dass, also Leech, dass der ablaufen sollte. Dass wir hier dann auf einmal 1000 Rüstung bekommen haben. Also das hatte nicht gepasst. Ich werde das an die Entwickler melden. Und vielleicht ist das dann auch bereits zum Launch vom Early Access behoben. Also. So. Okay. Wir bekommen jetzt hier erst nochmal 3 Fuel. Okay. 18. Und damit. Mhm. Krieger. This is it. Time is up. Final choice awaits as the team embarks on the last journey together. Aha. Letzte Reise. And Fairy promises a new life. Ja, okay. Aber wir müssen uns jetzt noch entscheiden. Ja, wer denn erlaubt ist, zu verlassen? Natürlich die, die gekämpft haben.
Und dann nehmen wir den Typen noch mit und hier die Inese. Und das war der, der sich am Leid anderer erfreute. Und das war die Selfische, die nehmen wir mal nicht mit. Und okay. Okay, ich weiß jetzt nicht, was das für einen Impact hat. The weight of the decision will eventually pass. Mhm. Einige Wunden werden verheilen und hoffentlich werden ein paar Erinnerungen hier bleiben, um zu sterben. Eine Serie von Goodbyes und ein paar Umarmungen werden gefolgt von dem Betreten des Schiffes. Und danach stechen wir in See, in die neblige See. Die Küste von Latvia, also von Dings, Lettland, verschwindet im Nebel. Und wir fahren in die See, in eine neue, in ein neues Leben, wo die Events nicht mehr sind als Geschichten. Und damit bekommen wir jetzt nochmal die Zusammenfassung von allem, was wir erlebt haben, wen wir bekämpft haben und wie wir uns bei den Entscheidungen, welche Entscheidungen wir da getroffen haben. Encounter the Houndwalker. Jetzt hätte eigentlich noch Musik sein dürfen. Ja, das ist natürlich jetzt hier ohne Musik ein bisschen trocken. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Das Finale war natürlich durch, ich sag einfach mal, dass das ein Fehler war, jetzt nicht so erfreulich, aber ansonsten vom Prinzip her war das Spiel schon ganz cool. Tag 5. Einige Ressourcen gefunden. Ja, okay. Und damit Vlup. Ja, und damit haben wir jetzt eben neue Survivor freigeschaltet. Wir könnten eben jetzt ein neues Spiel machen und die dann von Anfang an mit ins Team nehmen. Also der erste ist jetzt hier festgesetzt. Das bleibt jetzt die Samantha, okay. Interessant. Und dann könnten wir aber auch den beispielsweise mit reinnehmen und dann, sagen wir jetzt einfach mal starten, ja. Und das ist die Story von Samantha. Okay, und damit starten die beiden dann auch hier direkt, legen die auch direkt los. Okay, das wollen wir uns aber jetzt nicht nochmal antun. Gehen wir hier wieder raus. Okay. Und das war Stories from the Outbreak. Und ja, gleich einen erfolgreichen Run hingelegt. Das war mein, ich glaube, dritter richtiger Versuch. Da hat es dann schon geklappt. Aber ob das dann bei Release noch schwerer sein wird, weiß ich nicht. Den Endkampf hatte ich ja schon erwähnt. Der wurde behoben noch vor Early Access Release. Und das kann dann auch gut sein, dass der ein bisschen schwerer ist jetzt, wenn ihr das spielen solltet. Kann ich nicht sagen, auf jeden Fall sollte der Fehler weg sein. Insgesamt hat mir das Spiel ganz gut gefallen. Ich hatte ja schon vorab, ich glaube beim ersten Teil gesagt, dass mir die Grafik hier ganz gut gefällt, diese Pixeloptik gefällt mir gut, die Musik ist auch sehr gut gelungen, allerdings in dem Kampf finde ich ein bisschen das zu repetitiv, das sollten sie noch ändern. Die Übersicht im Kampf ist oben mit dem Balken und so weiter ganz nett, aber da könnte sicherlich auch noch ein bisschen mehr an Informationen kommen, was die Gegner beispielsweise für Fähigkeiten haben. Also sind auch so hier und da so Kleinigkeiten. Zur Release-Version kommen eben noch ein paar Sachen dazu, wie bei der Story, also wenn man einen neuen Charakter findet. Da kann man beispielsweise in dem alten Trailer auf Steam sehen, da wo die Leute, wo die Grafiken noch so sind, dass die so ein bisschen aussehen wie die Lemminge.
Da kann man auch sehen, als die den Gopnik aufgenommen haben, dass da halt so ein Story, also da war schon ein bisschen Text zu sehen. Das war jetzt hier bei unserem Playthrough nicht so. Das wird sicherlich dann bei Release noch alles nachgereicht werden. Falls ihr Interesse habt an einem Let's Play zu Release, also jetzt hier nicht nochmal über Early Access, sondern dann später zum eigentlichen Release, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Early Access sollte jetzt etwa oder mindestens 3 Monate gehen. Ein Release sollte also auch noch 2023 zu erwarten sein. Und ja, das soll es hier zur Vorschau gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieser Ausflug nach Lettland gefallen. Und damit danke ich fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.